Das Osterwochenende hat ihn jemand kaputt gemacht. Also er hat versucht, hier die Scheibe einzuschlagen. Und das war eigentlich das erste Mal, gesehen, als ich gesehen habe, dass etwas mutwillig kaputt gemacht worden ist, Schwammendinge. Was mich schon beeinflusst hat, ist, dass ich in verschiedenen Gesprächen oder auch in dem Beirat, den ich habe für das Buchprojekt, wo auch öfter mal das Thema Gewalt eine Rolle spielt, wo dann Leute plötzlich anfangen, Geschichten erzählen, wie sie, weiß nicht, am helllichten Tag auf dem Schwammendingerplatz überfallen worden sind oder auch weiß nicht, irgendwie plötzlich ein Wegzoll hat will oder so etwas. Ich habe nicht das Gefühl, dass das der Fall ist, aber man kann es auch nicht leugnen, es gibt das und es gibt sicherlich auch Schwammendinge. Das sind die Häusle. Die haben alle so kleine Balken, die direkt einen Zugang auf die Straße haben, also aufs Trottoir. Und da haben einige haben so richtig schön das gemacht. Und da auf der Ecke hat dann richtig so mit Blumen und Zeug. Ich gehe anfangs jeden zweiten Tag ein Schwammendingerchen posten, weil ich die natürlich immer zum Ruf von Schwammendingen ein bisschen in die Stadt und in die Welt trage, weil ich natürlich immer überall Schwammendingerchen mitbringe. Hauptsächlich, weil mir die Packung so gut gefällt. Und die Schwammendingerli selber sind sehr fein, aber sehr, sehr nahrhaft. Also eigentlich muss man nachher dann besser isst man vorher nichts und nachher braucht man auch nichts mehr. Und das sind sie. Voilà. Zum Wohl. Sie sind nett. Die Schwammendinger sind auch nett. Aber die Schwammendingerli auch. So sehen sie aus. Ich würde jetzt sagen, es ist die kürzeste U-Bahn von Europa. Also ich muss sagen, ich fahre natürlich in Berlin sehr viel U-Bahn und habe nie Angst in der U-Bahn, aber hier würde ich jetzt garantiert nachts nicht aussteigen und auch nicht einsteigen, weil ich finde, es hat nicht die Atmosphäre von einer U-Bahn, sondern von einer Tiefgarage. Es ist auch kalt wie in einer Tiefgarage. Die Eingänge sind auch wie in der Tiefgarage. Also ich finde es gut, dass es einen Tram nach Schwammendingen gibt. Und unterirdisch ist auch nicht schlecht, aber ich fühle mich nicht wohl hier.